Hallo, liebe Götter, willkommen zurück bei einer neuen Episode von God of War Ragnarök. Mit Tyr und Junge. Okay. Lass mich mal kurz überlegen, was. Ah, die Alben, ne? Und so. Da war ja was. Ja, meine letzte Session God of War ist schon etwas her. Weil ich will das Spiel jetzt nicht durchrotzen, sondern ich möchte diese 80 Euro gerne genießen, wie einen, sagt man so schön im Volksmund, wie einen guten Wein. Und deswegen, ja. Immer so ein bisschen Step by Step. Die hat. Ein Friede, der zerbrach, sobald er. Aber er denn so schnell dahin? Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen euch nichts tun. Wir haben keine Wahl. Wir haben das Licht befreit. Warum bekämpft ihr uns? Wir haben euch geholfen. Atreus, pass auf. Oh, ich hasse Alfheim. Na komm schon. Wie furchtbar. Die sind schuld. Drinnen wird es nicht anders sein. Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagt, ich bin wohl einfach naiv. Nein. Bloß ein Optimist. Eben, Tyr ist Pazifistenmann. Und das ist auch gut so. Frag mich halt, warum ich manchmal so Mini-Frame-Einbrüche habe. Das ist echt super seltsam. Kann mir nicht erklären, woher das kommt. Okay, da ist wieder eine Truhe. Hier liegt noch was. Ein Tribut an Freyr von den Alben. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. In diesem Fall Freyrs. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribute. Hier, die Dinge kann ich immer noch nicht zerstören. Ich habe gedacht, vielleicht geht es mit dieser Fähigkeit. Aber irgendwie nicht. Also diese Steine. Weil die sind hier zwei Stück schon mal und das dritte ist wahrscheinlich auch nicht weit, aber irgendwie funktioniert das alles hier nicht. Da wäre der dritte. Ist doch was. Aber ich komme nicht durch die Wand. Wie kriege ich diese Truhe denn auf? It's me a Rätsel. Ziemlich hoch. Letztes Mal kamen wir oben rein. Vielleicht kriegen wir noch eine Fähigkeit, womit wir das jetzt. Vielleicht kriegen wir noch eine Fähigkeit, womit wir das. Doch anscheinend ist es. Wie die zerstören können. Wie kommen wir rein? Über dieses Rad, ich zeig's dir. Ich gehe zuerst. Atreus. Gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Was passiert da gerade? Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du.
Zu Alfheims Unglück konnte Freya die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Das Tor sollte jetzt offen sein. Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja, und hier, immer weiter nach vorne. Gut gemacht, Atreus. Gehen wir? Gehen wir. Warum steht im Lichttempel ein Dunkel, Alter? Tempel des Lichts. Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. So ist das also. Karte wurde aktualisiert, okay. So, jetzt haben wir das hier wieder. Damit kann ich was anvisieren. Festes Licht. Manches ändert sich wohl nie. Ja. Der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Kann es zwar auch in die andere Richtung lenken, aber da ist nichts. Oder sehe ich hier irgendwas? Nö. Sieht aber fantastisch schön aus. Was war das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Ja, die wäre dann wohl flöten, wenn wir wüssten, was immer auf uns zukommt. Von wegen so, ach ja, guck mal, da hinten kommt ein riesiges Monster. Bläh. Wow, das Licht. Ah. Wow. Wow, was ist hier los? So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Der Seelensee? Ja. Liegt das am Fimbulwetter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja, nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht und so entstanden die Lichtalben. Okay, das flackert immer wieder auf. Ziemlich duster hier drin. Hey, Rohleder. Was denn? Ach so. Ich sehe schon. Da ist wieder so ein Kristall. Sehr schön. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Hat hier sich noch was angeguckt? Nee. So, dann mal durch da. Apropos Lichtalben. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Okay. Lasst die beiden lieber ihr Ding machen. Yeah.
So, das wär's. Chaos, Klingenleuchten. Seltsam. Ich komme auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ist wahrscheinlich nicht mehr aktiv. Folgt mir, Freunde. Mal kurz. Hier gibt's noch ein bisschen Hacksilber zum Mitnehmen. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. So, da ist noch eine Kiste. Ah, hier ist ein Shortcut. Wo gehst du hin? Er sieht sich bloß um. Was tut er manchmal? Ah, eine neugierige Seele. Er lootet halt, weil der Lootgott es ihm befiehlt. Ist ein guter Freund von Kratos. Okay, wir können weiter. Der Tempel sieht anders aus als früher. Alles war zerstört. Von? Und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit altem Licht. Und wie es aussieht, auch so. Da ist eine Kiste. Deutlich gefährlicher als letztes Mal. Oh, das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Na super, und wir gehen nach oben. Das kann ja heiter werden. Diese Alben errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland. Oben gibt es mehr Dämmerstein. Ist sonst noch was? Ja, hier. Was ist mit ihm passiert? Sein Publikum tötete ihn. Naja, ein Mitglied des Publikums. Nun. Wurden Vasir den Lesern Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen sie selbst Geschichten schreiben können. Visionen nach der Ruhe, Warten auf ihr Entdecken, von Wichteln erschaffen, voller Musik, Spaß und Schrecken. In diesen Welten der Vorstellungskraft kennt Schöpfergeist kein Ende nie und die Möglichkeiten sind nur begrenzt von der eigenen Fantasie. Hier, ein weiteres Artefakt. Wunderbar. So. Ich hätte den richtigen Winkel treffen. Ich würde diesem Dämmerstein einen besseren Winkel geben. Können wir den irgendwie bewegen oder wie? Das klappt so nicht. Die Axt bounced irgendwie die ganze Zeit nur doof in der Gegend rum. Hat der Dämmerstein dir nicht den richtigen Winkel gegeben? Bist du sicher? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade unschlüssig. So müsste es gehen. Oder? Hm, nicht so ganz. Irgendwie raff ich's nicht. Direkt runterstehen? Weil von da oben macht das nicht wirklich Sinn.
Ach so, von der Seite aus, natürlich. Ich depp. Gut. Sorry. Ist heute auch schon echt ein langer Tag. Bin ich mir so ganz taufrisch. Da sind noch mehr Lichtalben. Ich mach das schon. Vielleicht ist das keine gute Idee. Er versucht den diplomatischen Weg, lass ihn doch. Ich meine, vielleicht klappt's ja. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Lichtalben-Mystiker Zielsuchkugel. Zurück. Geworfene Waffe mit L2. Das wollte ich nicht. Wir müssen mit den Chaos-Klingen arbeiten. Ich habe es versucht. Ja, es ist ja nichts verwerflich dran, das zu versuchen. Ich meine, er hat versucht, was er konnte. Die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja. Aber komme ich denn darüber? Das lässt sich selten sagen. Und es steht uns nicht zu. Das können nur die Alben. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Irgendwie muss es eine Möglichkeit geben, darüber zu kommen, aber... Wie kommen wir da ran? Gar nicht. Gehen wir weiter. Ja, ich glaube, das ist alles für später. Ich glaube, wir müssen erstmal straight durch den Tempel durch und dann wahrscheinlich gibt es dann später irgendwie eine Fähigkeit, womit wir da irgendwie auch diese große Truhe, die draußen noch war, öffnen können, weil ich sehe es aktuell nicht, wie wir da rankommen sollen. Also, ich habe auch keinerlei Hinweis. Weder visuell noch audiovisuell. Aber ich finde die Stimmung, wie gesagt, hier drin total geil. Viele Lichttore erschaffen. Befestigung. Ja, die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Da ist auch noch eine Truhe. Ach, halt. Noch einmal. So, das sollte doch jetzt klappen, oder? Nee, es reicht nicht. Richtig. Ah, die Höhe. Stimmt nicht. So, jetzt. Hervorragend. Jetzt weiter nach oben, ja? Okay, und die Tür hier führt mich auf die andere Seite. Da geht es nicht hoch zum Schrein. Wissen wir. Wie wollt ihr der Truhe? Ah, verstehe. Verzeiht meine Ungeduld. Oh, knifflig. Das klappt so nicht. Wieso ist das blau?
ist denn da blau? Irgendwie muss die Axt doch hinter dieses Gitter gelangen, oder? Moment mal. Der. Hey. Nee, es muss definitiv so auf der Höhe. Nee, noch höher. Quatsch. Höher, nicht runter. Aber nicht. Verstehe. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber diese weiße Marmorwand hinter dem Gitter. Vielleicht kommt eine Axt daran. So, jetzt haben wir es. Ich musste natürlich die Axt wieder rufen, damit die das Ding zerstört, an dem die Kiste hang. Heft von Gram. Das einst als Sachenbuch bezeichnete Gram ist zwar nicht mehr. Oh. Shit. Schieß doch drauf. Wie es einfach nur ansieht. Explosionsradius von den Dingern ist ja heftig. Show? So durch die Tür ging's. Zurück zur Sache. Ich will mir den Knauf mal angucken. Nee, Reliquie ist es. Kein Knauf. Von Gram. Das einst als Drachenflug bezeichnete Gram ist zwar nicht mehr, was es einst war. Bis zu einem endgültigen Ende wird es jedoch trotz noch vieler Gegner zu Fall bringen. Hier wird er in Rage und betäubt Gegner in der Nähe. Durch Verbesserung wird der Ragezuwachs erhöht. Okay. Der Talisman. Nahkampfschadenbonus. Setzt das so selten ein? Ich frag mich halt, warum? Ist auch kein Akt, das einzusetzen. Au. Das ist frech. Natürlich. Hier ist noch ein Artefakt. Mimir, verstehst du diese Gedächte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Heiß aktiviere ich es. Okay. Muss ich das nächste Mal irgendwie mal dran denken, das einzusetzen. Das überlasse ich dann wohl euch. So, kürzen wir das Ganze mal ab. Okay, aber da sehe ich noch eine Kiste, wo ich mich frage, wie komme ich da dran? Das sind lauter Shortcuts, die aktiviere ich erstmal. Und doch Shortcuts, oder? Ich denke mal schon. Aber in dem Bereich? Wer zu sagen?
Ich habe keine Detailkarte, nur die Weltkarte. Gibt es eine Detailkarte überhaupt? Alfheim. Kann mir nur Sachen dazu angucken, aber mehr auch nicht. Fakte haben wir 2 von 2, das heißt, mehr gibt's nicht. Okay. Wow, kann der springen? Ich glaube, man kommt von oben da rein, kann das sein? Die Tür, mit der kann ich nicht interagieren. Ist jetzt auch keine Möglichkeit, da irgendwie jetzt reinzukommen. Guck mal, nettes Detail. Ich ritz da rein und dann bleibt was übrig. Beziehungsweise eine Markierung. Das ist das Metall. Hier habe ich doch was weg. Okay. Müssen jetzt mal von Seite zu Seite. Ich glaube, ich muss an gewissen Stellen nochmal zurückkommen, um die Truhen einzusammeln. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich glaube. Geht das? Der Axt? Nee, wenn ich da dran hänge, kann ich mit der Axt nicht interagieren, weil von hier auf das Ding drauf zu ballern, das macht ja keinen Sinn. Aber ich kann es ziehen. Welche Richtung? Nach links. Okay, jetzt wackelt es. Das ist jetzt gebracht. Der Dämmerstein ist darunter. Der Stein für das Licht. Aber er ist nur auf einer Seite. Weiß er Bescheid. Ich habe noch nie erlebt, dass die Lichtalben den Tempel so stark kontrollieren. Das liegt wohl an uns. Sie müssen einen neuen Tempel geweiht haben. Svartaul ihr Fürst Gegenstand. Der Dunkelalbkönig. Er ist jetzt wohl auch im Licht. Ich check's nicht ganz. Gut, wir sind schon mal eine halbe Stunde, deswegen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren mit diesem Rätsel, werde ich das jetzt schnell offscreen machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir in der Truhe sind. Macht's gut, bis gleich. So, ich hab's. Ja, passt. Ich muss gar nicht darüber springen. Einfach nur auf die Unterkante treffen.
Timing ist aber halt echt aus der Hölle. Ist wirklich aus der Hölle. Spaß, Spaß, Spaß! Also. Fantastische Leitung. Das Lichttor vor der Truhe ist verschwunden. Jetzt müssen wir nur einen Weg dorthin. Boah, Junge. Ruinengravierte Freisetzung, Accessoire. Einfaches Schmuckstück, das die Wiedergeburt symbolisiert. Unter was wurde das denn? Ach, unter Rüstung. Atreus. Der erste Runenpfeil aus einem vollen Köcher fügt mehr Schaden zu. Verbesserungen erhöhen den zugefügten Schaden. Nehmen wir es mal mit. Unterstützung anpassen. Als Begleiter verwendet Atreus seine Bogenfähigkeit automatisch. Die Verwendung verschiedener gebundener Runenangriffe sorgt für einzigartige Kampfeffekte. Ja, er hat halt nicht genug EP dafür. Das Problem, er hat nur 340, wir brauchen 3750. Ja, das klappt so nicht. Mal was anderes. Irgendwann eine Fähigkeit, die ich mir leisten kann. Wir könnten halt nur mal gucken bei Kratos, da noch was geht. Weil da haben wir wesentlich mehr Erfahrungspunkte. Das ist ja zum Beispiel. Das. Kostet zu viel. Erweitert Tobsuchtsanfall um einen zusätzlichen Angriff. Okay. Gut. Hier haben wir erstmal alle Fähigkeiten. Da kommt nichts Neues hinzu. Gut. Dann weiter. Hier kommen wir weiter hoch. Ich will zum Haufen. Vater, hier drüben. Was, was, wo? Ist hier noch was? Hat er gesagt, der Vater hier drüben? Achso, es ging wahrscheinlich nur ums Hochklettern. Hier ist immer so schnell an den Orten schon, wo wir hinwollen. Tu, was nötig ist. Mir ist nicht klar, wie sie Lichtbrücken machen. Sieh dir diese Statue an. Diese Kristalle. Die Alben besitzen sie ebenfalls. Statuen oder wie? Ich frage mich, falls diese Statue in die Kluft fallen sollte. Probieren wir es einfach mal aus. Sie ist stabil. Oh, die Kristalle sorgen für die Lichtbrücken und die Lichtalben tragen sie. Schlau. Fast geschafft. Darf ich? Was war das denn gerade? Die Zerstörung jetzt etwa vergnügen? Bald fängt er an, Vasen zu zerschlagen. Gehen wir weiter? Gesagt, getan. Bald fängt er an, Vasen zu zerschlagen. Ja, der Witz hat ein bisschen mehr zugenommen. Guck mal, da im Boden. So, ich glaube, hier ist nichts weiter. Dann können wir auch weitergehen.
Der Gang sieht verdächtig aus. Da ist aber nichts. Ein undurchdringbarer Durchgang. Okay, haben wir nochmal so eine große Truhe. Da ist schon mal ein Dingsi. Frage ist, wo sind die anderen? Da hinten ist noch eins. Dritte. Die ich gerade nicht. Drin vielleicht? Oho. Das muss erst zerstört werden. Die Nornen. Warum beharren sie auf diesen misslichen Prüfungen? Das weißt du besser als wir, Bruder. Ich kann mich nicht mehr so gut an die Nornen erinnern. Das soll auch so bleiben. Oh, geschafft. What? Wir müssen nur etwas schneller sein, glaube ich. Das ist einfach. Okay, geschafft. Sehr schön. Uff. Zeitfenster ist aber nicht gerade groß bei den Truhen hier. Oh yeah, Blutmet. Eins von drei Hörnern. Wunderbar. Gut, das hat mir geschafft. Perfekt. Dann weiter im Geschehen. Auf ein neues. Alter, was für Schaden macht. Ich bin tot. Dann, die machen das halt massiv. Der nächste Schlag ist der letzte. Da liegt noch Lebensenergie. Komm schon. Hit. Jo, ich bin tot. Das erste Mal. Ja, beziehungsweise das erste Mal seit langem. Warum bin ich schon? Direkt am Anfang schon, aber nur weil ich das Quicktime-Event nicht gerafft habe. Muss ich jetzt alles nochmal machen, oder wie ist das? Ne, die Truhe wurde geöffnet, okay. Ja, versuchen wir das nur nochmal. Heutigen Alben hier. So, weg mit dem Kopf, den brauchst du nicht mehr. Ja, das klappt doch schon besser. Animation hat mich von einem Treffer bewahrt. Ich liebe es.
What? Mach das noch. Okay, genug. Es reicht! So, ich habe einen von Odins Rahmen gesehen, vorhin. Hier. Er ist heller als damals. So, durch das ganze Handgemenge hier habe ich leider keinen Plan, wie ich herkam. So. Hier ist ja irgendwas los. Hätte ich das auch gegen die Gegner verwenden können? Ah, das macht keinen Sinn. Eben blau geleuchtet. Nice. Nimmt die Axt halt hier die ganze Zeit rum. Okay. Das reicht. Okay. Kann ich irgendwie hoch? Da ist noch was. Aha. Mal den Blick in die Gegend schweifen, lohnt sich. Schweifen zu lassen. Ah, sehe ich jetzt von hier aus eine Truhe. Ich habe aber immer noch keinen Schimmer, wie ich da rankomme. Da kann man irgendwie rüberklettern. Aber ich wüsste nicht, wo ich eine Plattform herkriege. Sehe nämlich keine. Einfach zu weit oben. Da ist auch noch was. Ah. Das ist so weird. Mit dieser ganzen Axtparade hier. Okay, das ist nur eine Halterung. Okay. Ja, keine Ahnung. Anscheinend sind wir hier erstmal fertig. So, das Haxelband nehmen wir noch mit und dann hier durch. Und damit sind wir am nächsten Lichttor. Da befindet sich Dämmerstein, aber aus diesem Winkel geht es nicht. Wir finden schon eine Lösung. Und das würde ich sagen, machen wir das nächste Mal in einer neuen Episode dann in God of War Ragnarök. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zusehen und fürs Liken und Kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer neuen Episode von God of War Ragnarök hier im Tempel der Alben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.